Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei einem Aktionär TV Interview. Mein heutiger Gast, Marion Schlegel, schön, dass du da bist. Hallo Marco. Und der erste Wert, wir sehen es schon, Evotec. Man hat jetzt zum Monatswechsel eine Umwandlung hinter sich gebracht quasi. In was hat man sich denn gewandelt? Genau, man hat sich in eine SE gewandelt. Ich sag mal, es ändert sich jetzt für die Aktionäre an sich nicht, sage ich mal. Theoretisch wäre der Zugang zum Beispiel zum US-Markt dadurch ein bisschen einfacher. Aber gut, erstmal ändert sich dadurch nichts. Was positiv ist bei Evotec, zuletzt hat man einige Kooperationen melden können. Zum einen im Bereich Antibiotikaresistenzen und auch mit der Mike Foundation zur Entwicklung von First-in-Class-Therapeutika im Bereich Onkologie. Ich sage mal, wieder ein paar Puzzlestücke mehr im großen Kooperationsnetz bei Evotec, wo man ja doch recht gut engagiert ist, muss man sagen. Und der Aktie ist jetzt tatsächlich auch endlich der Ausbruch gelungen, nachdem er ja hier recht lang, sage ich mal, im Bereich so von 20 bis 22 Euro verharrt sind. Und ich sage mal, das waren zum einen bestimmt auch die Quartals- oder die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr für 2018, die sehr gut ausgefallen sind. Der Umsatz ist um 42% gestiegen, das bereinigte EBITDA um 67% und das wurde sehr gut aufgenommen. Auch der Ausblick war gut und dann hat es die Aktie endlich geschafft. Das heißt, jetzt werden auch weitere Kursgewinne folgen, deiner Meinung nach? Also ich denke mal, gerade auch im Hinblick, dass wir wirklich so lange auch seitwärts gelaufen sind und auch recht gut Kraft tanken konnten. Also wie gesagt, wir sind hier über diesen Widerstand eben hinaus. Wir sind auf ein neues Mehrjahreshoch ausgebrochen. Das ist wirklich ein starkes Kaufsignal. Und ich sehe, und es gab auch direkt Anschlusskäufe und ich sehe da auf jeden Fall weiteres Potenzial bei der Aktie. Werden wir weiter beobachten und schauen unterdessen auf Morphosis, die in dieser Woche eine Personalie vermeldet haben. Wen hat man sich denn da ins Boot geholt? Genau, also man hat eine neue Leiterin, sage ich mal, für Corporate Communications und zwar aus dem Hause Kiagen abgeworben, sage ich mal. Ist jetzt nicht die Meldung, die eigentlich für kursrelevant ist, sage ich mal. Nichtsdestotrotz hat die Aktie jetzt wieder den Turnaround geschafft. Ob das damit zusammenhing, wahrscheinlich eher nicht, sondern es waren einfach so viele Sachen, die man jetzt da mittlerweile eingepreist hat. Es gab Shortseller, die man wieder auf die Aktie gedrückt hatten und einfach den Wert nach unten. So Auslöser von dem Ganzen war ja damals, als der Vorstandsvorsitzende, der Simon Moroni, angekündigt hat, er möchte seinen Vertrag nicht verlängern, möchte dann am Ende ausscheiden, beziehungsweise wenn eben ein Nachfolger gefunden ist. Und da kamen ihm dann so mehrere Sachen zusammen, die Aktie einfach nach unten gedrückt haben. Aber positiv, die Aktie konnte quasi drehen, bevor sie ein neues Tief generiert hat. Das ist sehr positiv. Und wir haben auch hier jetzt den Sprung über den Abwärtstrend geschafft. Also insgesamt ein sehr positives Signal jetzt wieder bei Morphosis. Also haben wir eine gute Kaufgelegenheit zum einen und zum anderen hat man schon Nachfolger gefunden für den Herrn Moroni? Also bekannt gegeben wurde noch nichts. Ich denke mal, Gespräche werden bestimmt schon laufen. Als Kaufgelegenheit sehe ich es in jedem Fall. Es wird in dem Jahr noch einiges kommen bei Morphosis. Wenn da positive Daten oder Nachrichten folgen sollten, wird die Aktie sicherlich deutlich höher stehen. Und es ist ja immer noch Mohr 208. Sage ich mal, auch im Fokus, wo im nächsten Jahr möglicherweise die Zulassung erfolgen könnte. Das wäre natürlich ein ganz wichtiger Schritt. Zuletzt hat man auch einen weiteren Pipeline-Erfolg noch verbuchen können. Der war zwar jetzt erwartet, sage ich mal, für Mod 202 mit dem Partner IMAP. Da wurde jetzt der erste Patient in Phase 2 behandelt. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass es plangemäß vorangeht bei Morphosis. Also von der Seite schon mal gute Nachrichten. Bessere Nachrichten mehr oder weniger gab es von Sangamo in dieser Woche. Was hat man hier verkünden können? Genau. Sangamo hat ja eigentlich so in letzter Zeit, muss man sagen, eher enttäuscht von der Nachrichtenlage her. Und umso positiver wurde jetzt gestern dann die Studienergebnisse aufgegeben, die man bekannt gegeben hat, und zwar von der Phase 1-2-Studie zur Behandlung schwerer Hämophilie A, die man zusammen mit Pfizer, das Projekt betreut man zusammen mit Pfizer. Und ich sag mal, sowohl auf der Nebenwirkungsseite oder von der Verträglichkeit her war das Ganze sehr gut und auch von der Wirkung her. Bisher wurden 8 Patienten behandelt, also im Moment natürlich noch sehr wenig, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positives Signal. Das Ganze dementsprechend ging es zeitweise gestern über 40% nach oben bei der Aktie. Am Ende ging man mit einem Plus von 29% aus dem Handel, aber es ist ein ganz klar positives Zeichen. Nächstes Ziel nehme ich mal an, die 200-Tage-Linie jetzt. Genau, also das wäre jetzt natürlich die 200-Tage-Linie, die wir überwinden sollten. Man muss noch sagen, Sangamo hat auch noch Fertigungskapazitäten sich jetzt gesichert. Das ist eigentlich auch wirklich ein positives Signal, dass man selber sehr zuversichtlich ist von der ganzen Entwicklung her. Sangamo ist ja im Bereich der Genscheren eben tätig.
eigentlich muss man sagen, ein Megatrend im Bereich Biotechnologie. Da gibt es 3 Stück, CRISPR, Talen und Zinkfingernukleasen. Sangamo hat sich auf Zinkfingernukleasen spezialisiert. Es ist die älteste, aber gleichzeitig auch am weitesten fortgeschrittene Genschere. Und ja, ich denke, da kann man noch einiges erwarten. Aber es ist hochspekulativ, ist noch sehr am Anfang, muss man sagen, das Ganze. Aber durchaus sehr interessant und vielleicht auch noch interessant für die Zuschauer. BB Biotech hat sich hier zuletzt auch einen kleinen ersten Anteil gesichert. Vielleicht auch noch eine interessante Sache, die auch dran glauben. Also auf die Watchlist auf jeden Fall. Und wer mutig ist, kann auch hier zugreifen. Genau. Dankeschön, Marion. Gerne. Danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal.